Herzlich willkommen bei Nit den Schein. Das ist eine kurze Sonderfolge zum Thema Grüne Socke Österreich. Also ihr werdet heute keine anderen Projekte von mir zu sehen bekommen, die ich normalerweise herzeige, die ich so häkle und stricke, sondern ausschließlich ein paar grüne Socken. Und zu dieser Aktion möchte ich euch auch ein bisschen was erzählen. Ja, in Deutschland gibt es die Aktion ja schon länger, wo wir Strickerinnen und vielleicht auch ein paar Häklerinnen grüne Socken stricken für Frauen, die an einem Unterleibskrebs leiden. Ich habe gehört, dass diese Frauen teilweise auch an kalten Füßen leiden, aber es geht nicht nur darum, ihnen warme Füße zu bereiten, sondern auch ein bisschen Trost und Wärme und Geborgenheit zu spenden, dass sie wissen können, da gibt es jemanden, der an sie denkt, jemand, der ihnen ein wohliges Gefühl bereiten möchte, jemand, der mitempfindet, jemand, der sie in diesem Leiden vielleicht ein bisschen begleiten möchte, mit warmen Füßen, warmen grünen Socken. Ja, darum geht es in dieser Aktion und ich möchte mich da an dieser Stelle auch ganz herzlich bedanken an die Geschäftsführerin der österreichischen Krebshilfe, Doris Kiefhaber. Vielen Dank, dass du uns das ermöglichst und ich bedanke mich auch für den deutschen Organisatoren, die Andrea Krull und die Tanja Linke, die dazu gestimmt haben und auch mitgeholfen haben, dass das in Österreich jetzt so groß auch gleich starten kann. Denn es wurden ganz, ganz viele Paar Socken aus Deutschland mal nach Österreich geliefert, um sie hier schon jetzt in ein paar Tagen am Nikolaitag verteilen zu können in den ganzen gynäkologischen Zentren. Ja, wie gesagt, es geht jetzt in ein paar Tagen wirklich los. Am 6. Dezember werden die ersten Socken verteilt werden. Und ich kann euch jetzt sagen, wie das funktioniert, wie ihr euch daran beteiligen könnt und wie ihr auch, wo ihr sie hinschicken könnt. Diese grünen Socken. Ich zeige euch mal die, die ich jetzt gemacht habe, die ich jetzt spenden werde. Und zwar habe ich da einige schon verpackt in eine Banderole. Die sieht so aus mit dem neuen grünen Socken-Logo. Ja, auf dieser Banderole soll man die Größe eintragen und seinen Namen. Und dann kann man hinten auch noch ankreuzen, aus welchem Material sie gemacht sind, ob normale Sockenwolle oder vielleicht etwas anderes. Die Pflegehinweise sind auch drauf, falls es andere wären, müsste man das noch kennzeichnen. Ich habe hier geschrieben One Size, weil das sind Spiralsocken. Die passen ja fast jeder Frau. Also ich würde mal sagen, angefangen von Größe 35 bis 42. Denn die sind so dehnbar in der Länge und die haben ja keine Ferse eingestrickt, sondern die passen sich jedem Fuß wunderbar an und deshalb ja, wollte ich die auch spenden, damit sie jemand bekommt, dem sie dann auf jeden Fall passen werden. Und ihr seht schon, da ist nicht die ganze Socke grün, das macht gar nichts. Es soll halt die Farbe grün vorhanden sein, aber es dürfen auch andere Farben enthalten sein. Es dürfen fröhlich bunte Socken sein, natürlich. Ja, da habe ich welche, die sind fast ausschließlich grün mit ein paar grauen Streifen. Und da habe ich jetzt eine andere Größe hingeschrieben, 38 bis 40 zum Beispiel. Und mein drittes Paar ist sehr klein, Größe 35 bis 36. Und das ist schon ein bisschen fast ein Lindgrün vielleicht. Und dann habe ich noch ein paar, da habe ich noch keine Banderole drum gewickelt. Das sind diese, die Trollspindelsocken, die ich erst vor einigen Wochen gemacht habe und auch in einem meiner letzten Videos gezeigt habe und genauer erklärt habe. Da habe ich jetzt noch keine Banderole drüber getan, denn die kann man so ausdrucken. Auf einem A4-Blatt sind drei Banderolen drauf und ich wollte euch das in Gänze zeigen, wie das aussieht, wenn man es ausdruckt. Man muss es dann hier durchschneiden und man hat hier noch einmal die Postadresse drauf. Da habe ich das allerdings
zugeklebt auf der Rückseite, denn ja, die Empfängerin braucht keine Adresse wissen, also die muss sie ja nicht weiterschicken. Ja, so sehen die Banderolen aus, mit denen man die Socken einwickeln soll. Und dann gibt es auch noch die Bitte, dass man ein persönliches Kärtchen dazulegt. Ich habe da zum Beispiel auch ein grünes gefunden, das muss ich dann noch schreiben, wo man ein paar persönliche Worte an die Empfängerin richten kann, an die Unbekannte. Ja, ich denke, darüber wird sich auch jeder ganz besonders freuen, wenn da noch ein paar nette Worte draufstehen und Glückwünsche, Genesungswünsche, so in der Art eben. Ja, und es sind auch zwei Broschüren entstanden. Also das eine ist speziell zu den grünen Socken. Es ist eher ein Flyer als eine Broschüre. Das sieht so aus. Da sind noch die Mitorganisatoren und meine Wenigkeit auch drauf. Hier stehen auch die ganzen Adressen, wo man diese grünen Socken hinschicken kann. Und zwar kommt es in Österreich darauf an, in welches Bundesland du senden möchtest. Also unsere neuen Bundesländer sind hier alle vertreten und du kannst dir dann aussuchen, ich nehme an, du nimmst dein Heimatbundesland, wo du diese Socken hinschicken oder hinbringen möchtest. Ja, und alle diese Adressen stehen auch auf der Homepage, die ich natürlich unten verlinken werde. Ich werde auch einen Screenshot von den Adressen hier einblenden. Wenn du sie direkt hier abschreiben möchtest, dann kannst du kurz das Video hier stoppen und die Adresse hier finden, an die du sie schicken möchtest. Ja, bitte in ein Kuvert oder einen Karton verpacken, der wasserdicht, ja, wasserdicht nicht unbedingt, aber nicht nur ein dünnes Papierkuvert, denn das kann, denke ich mal, leicht zerreißen. Vielleicht was Gefüttertes ist besser. Und dann ist noch erschienen eine richtig dicke Broschüre für gynäkologische Krebserkrankungen, wo der Aktion auch 3 Seiten gewidmet sind, wo man da auch nochmal alles nachlesen kann. Und auch die 3. Seite, da sind auch nochmal die Adressen drinnen. Diese Broschüren und den Flyer bekommt man auch an diesen gynäkologischen Zentren. Da kann man sich das abholen oder zuschicken lassen. Ja, es gibt auch schon eine Instagram-Seite und es gibt auch eine Facebook-Gruppe Grüne Socken Österreich. Ja, und ich hoffe, dass es auch in der einen oder anderen Zeitung, in dem einen oder anderen Medium erscheint, nachdem gestern ja die Presseaussendung rausgegangen ist. Ja, ich verlinke euch diese Seite von der österreichischen Krebshilfe, wo ihr alles nochmal ganz genau nachlesen könnt. Und ja, freue mich schon, auch da viele grüne Socken zu sehen, auf Instagram oder auf Facebook. Und ja, hoffe, ihr seid bereit, ihr habt vielleicht auch schon gestrickt, nachdem ich ja schon ein paar Mal dazu aufgerufen habe. Und ihr könnt jetzt gleich die Banderolen ausdrucken und die Päckchen packen und sie an diese Stellen verschicken, sodass wirklich alle Frauen, die das gerne möchten und die dafür in Frage kommen, solche Socken bekommen können und jetzt diesen Winter schon warme Füße haben dürfen. Ich bedanke mich bei euch allen dafür und wünsche euch viel Spaß beim Stricken und bis bald. Baba!